vollkommen zugedröhnt. Auf dieser Hochzeit sind einfach alle Gäste high. Der Grund: diese blauen Gasflaschen. Der Inhalt: Distickstoffmonoxid, auch bekannt als Lachgas. Die Party, offensichtlich ein wahrhaft rauschendes Fest. Wo hatten Braut und Bräutigam nach buddhistischer Tradition geheiratet? Das eingesetzte Gas wird in einigen Ländern als Narkosemittel eingesetzt. Konsumenten berichten immer wieder von Glücksgefühlen nach der Inhalation. Teilweise ist es auch bei Jugendlichen als billige Partydroge beliebt. Ungefährlich ist das alles aber nicht. In geschlossenen Räumen droht bei zu hoher Dosierung Erstickungsgefahr. Zudem bekommt der Körper zu wenig Sauerstoff, wird das Gas zu lange eingeatmet. Auf dieser Party scheint das weder Veranstalter noch Gäste zu interessieren, und Beschwerden soll es auch keine gegeben haben.